Yoga für Frieden. Nadi Shuddhi. Das Wort Nadi Shuddhi bedeutet wörtlich Reinigung der Nadis. Wenn wir von Nadis sprechen, dann beziehen wir uns nicht auf die 72.000, denn diese 72.000 sind nur Abzweigungen der beiden grundlegenden Nadis, Pingala und Ida. 36.000 gehen von Pingala aus und 36.000 gehen von Ida aus. Das ist die energetische Physiologie eines Menschen. Wenn wir Nadi Shuddhi sagen, dann sprechen wir von einer grundlegenden Reinigung von Pingala und Ida, sodass das Energiesystem ins Gleichgewicht kommt. Es gibt eine Verbindung zwischen deiner Atmung und deiner mentalen Struktur. Deine Gedanken ins Gleichgewicht zu bringen, ist ein sehr wichtiger Schritt, den du machen musst, wenn du Ausgeglichenheit in deine Handlungen, deine Gefühle und die Ergebnisse deines Lebens sowie deine Auswirkungen auf das Leben anderer bringen möchtest. Nadi Shuddhi spielt dabei eine wichtige Rolle. Hier sind einige Empfehlungen, um die optimale Atmosphäre zu erzeugen und deine Wahrnehmung für die Übungen zu verbessern. Bitte schalte dein Handy auf stumm oder schalte es aus. Es ist ratsam, die Übungen nicht mit einem vollen Magen zu machen oder direkt nach einer Mahlzeit. Bitte sitze mit der Wirbelsäule angenehm aufgerichtet, die Hände nicht verschränkt und mit den Handflächen nach oben. Diese Punkte werden dich vorbereiten, sodass du aufnahmefähiger bist und das Beste aus den Übungen herausholen kannst. Diese Übungen sind sicher und einfach und können von jedem ausgeübt werden. Die Übungen, die wir hier lernen, können von jedem ab dem 7. Lebensjahr praktiziert werden. Falls du eine Brille trägst, lege sie während den Yoga-Übungen bitte zur Seite. Wie man Nadi Shuddhi macht, wird sie jetzt vormachen. Bitte schau zu. Sitze im Schneidersitz. Die Wirbelsäule ist angenehm aufgerichtet, Augen geschlossen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen, mit der Handfläche nach oben. Benutze nur deine rechte Hand. Benutze deinen Daumen und Ringfinger. Beuge deinen Mittel- und Zeigefinger. Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Blockiere nun das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Nachdem du vollständig eingeatmet hast, atme durch das gleiche Nasenloch aus. Auf die gleiche Weise blockiere nun das linke Nasenloch mit dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch ein. Dann atme durch die gleiche Seite aus. Blockiere noch einmal die rechte Seite und öffne die linke Seite. Einatmung und Ausatmung. Mach auf diese Art weiter. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Wenn du also dieses Nadi Shuddhi machst, dann ist es am allerwichtigsten, dass du vollständig einatmest und vollständig ausatmest. So langsam und sachte, wie es dir möglich ist. Du solltest kein Geräusch machen, wenn du ausatmest oder einatmest. Damit du es richtig machst, kannst du dir eine grundsätzliche Regel merken, sodass das Nadi Shuddhi ganz von alleine geschieht. Du wechselst die Seiten immer nach einer Ausatmung. Das bedeutet also, du atmest durch die gleiche Seite aus, durch die du eingeatmet hast. Mach Nadi Shuddhi für mindestens 4 Minuten lang. Einige Verbesserungen für die Übung. Die linke Hand sollte nicht auf dem Oberschenkel liegen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen. Um es nochmal klarzustellen, an der rechten Hand benutzt du nur den Daumen und den Ringfinger. Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Beuge deinen Mittel- und Zeigefinger. Wenn es dir nicht möglich ist, sie gerade zu halten, mache es so gut es geht. Manche Leute neigen dazu, den Kopf nach unten zu senken oder zur Seite zu drehen. Unbewusst kann sich dein Gesicht zur Seite neigen.
Der Kopf sollte gerade sein. Wenn du das so beibehältst, kommt dein System sehr schnell ins Gleichgewicht. Achte darauf, dass du nicht zu stark auf den unteren Teil des Nasenlochs drückst. Finde den Knochen über dem rechten Nasenloch. Wenn du deinen Daumen nur 1 Millimeter darunter platzierst, kannst du mit sehr wenig Druck das Nasenloch komplett blockieren, sodass keine Luft mehr herausgelangt. Atme nicht zu flach oder normal oder halte den Atem an. Du solltest vollständig ein- und vollständig ausatmen. Wir machen Nadi-Shuddhi jetzt zusammen. Sitze im Schneidersitz, die Wirbelsäule ist angenehm aufgerichtet. Falls du nicht auf dem Boden sitzen kannst, kannst du auch auf einem Stuhl sitzen oder die Beine an den Fußknöcheln überkreuzen. Die linke Hand sollte locker in der Mitte deines Schoßes liegen, mit der Handfläche nach oben. Benutze nur deine rechte Hand, benutze den Daumen und Ringfinger, beuge deinen Mittel- und Zeigefinger. Der Ringfinger und der kleine Finger sind gerade und berühren sich Seite an Seite. Schließe die Augen. Blockiere nun das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme durch das linke Nasenloch ein. Nachdem du vollständig eingeatmet hast, atme durch das gleiche Nasenloch aus. Auf die gleiche Weise blockiere nun das linke Nasenloch mit dem Ringfinger und atme durch das rechte Nasenloch ein. Dann atme durch das gleiche Nasenloch aus. Blockiere noch einmal die rechte Seite und öffne die linke. Einatmung und Ausatmung. Mach auf diese Art weiter, bis wir dich bitten, aufzuhören. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mach es so langsam und sachte, wie du kannst. Es ist eine volle Einatmung und eine volle Ausatmung. Achte darauf, dass die Wirbelsäule angenehm aufgerichtet ist. Halte den Kopf gerade. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Du kannst Nadi-Shuddhi mit einer Ausatmung durch das linke Nasenloch beenden und dann aufhören. Öffne bitte langsam deine Augen.